Es ist komisch. Einerseits freue ich mich, wieder so hier sein zu können und in den Beruf zurückzukommen. Andererseits, man ist so mit dem halben Herzchen zu Hause, ne? Ich habe mich für die Buchstaben C und F entschieden. Fangen wir erstmal mit F an. Das ist mein Mann Felix. Nur weil es ihn gibt, ist der Buchstabe C zustande gekommen. Und das ist für unseren Sohn Carlo. Ich verbinde mit den beiden auf jeden Fall meine Familie. Es ist so verrückt, weil so lange ist ja irgendwie für einen die Familie so seine eigenen Eltern und das Haus, in dem man aufwächst. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlt. Und dann ist halt irgendwann Felix in mein Leben getreten. Und dann hatte ich halt wirklich das Gefühl, in einem Menschen auch mein Zuhause gefunden zu haben. Egal was ist oder egal was passiert, ich weiß, dass er da ist. Wenn ich jetzt hier auf das F schaue von ihm oder auf meinen Ehering oder Verlobungsring, dass ich ihn halt so in gewisser Weise auch bei mir trage. Und das habe ich natürlich auch, wenn ich Carlo anschaue, dass ich immer seinen Papa auch in ihm sehe. Das ist halt auch so ein schöner Reminder, so Mama, ich bin jetzt Mama. Und ich finde, das ist so verrückt, weil ich glaube, man hat immer eine Vorstellung, wie man sich fühlen wird, wenn man Mama ist. Und es ist dann trotzdem immer ganz anders, als man denkt. Aber es ist halt wunderschön.